Einige von euch haben mich angeschrieben, ob ich mal etwas zum Thema Klimawandel, Klimaveränderung sagen möchte. Ja, die Frage ist immer, müssen wir denn eigentlich das Klima schützen? Das ist immer die Frage, die Klimaschützer. Ja? Nein, wir müssen kein Klima schützen. Also ich glaube, wer das nicht verstanden hat, der geht so ein bisschen an dem Thema vollkommen vorbei. Denn das Klima braucht uns Menschen nicht. Ja? Dem Klima ist es vollkommen egal, ob hier auf der Fläche, wo ich gerade bin, die Kiefern zusammenbrechen. Oder ob da Bananen wachsen oder. Nur zur Information, wo ich hier gerade bin. Das ist ein Kalkboden mit einer Auflage vielleicht von 10-15% Boden. Dann kommt der nackte Kalkboden. Hier war früher mal ein Meer gewesen. Hier sind Fische geschwommen. Hier gab es Haie. Und hier findet man Muscheln. Hier findet man Schnecken und so weiter. Also dem Klima ist es vollkommen wurscht, was da wächst und was da ist. Worum es geht, ist ausschließlich, was eine Klimaveränderung für uns Menschen bedeutet. Darum geht es, um nichts anderes. Und dann gibt es auch so Schlaumeier, die immer wieder sagen, ja, Klimaveränderung hat schon immer gegeben, die haben ja auch recht. Allerdings haben Klimaveränderungen immer gravierende Folgen für die Tiere und Pflanzen nach sich gezogen, die da gerade gelebt haben. Zum Teil sind 70-80% aller Tiere und Pflanzen zu der damaligen Zeit einfach letztendlich ausgestorben. Und es gab Gewinner und es gab Verlierer. Die Verlierer sind einfach ausgestorben und die Gewinner haben nach diesen Veränderungen oder in der Veränderung ihre Chance gefunden und haben sich einfach vermehrt. Es sind komplett neue Lebensformen entstanden. Deswegen ist es schon wichtig, dass wir Menschen versuchen, diese Klimaveränderungen möglichst auf geringem Niveau zu halten. Je wärmer es wird, je größer werden die Veränderungen werden. Das muss uns klar sein. Und deswegen ist es schon sinnvoll, dass wir uns dafür einsetzen, was zu machen. So, hinter mir, wie gesagt, brechen die Wälder so nach und nach zusammen. Die Kiefern werden sich verabschieden. Übrigens mit den Kiefern natürlich auch die Pilze dazugehören, weil ein Kiefernbegleiter wird dann einfach dann keine Kiefern mehr da haben, wo die er begleiten kann. So einfach ist das Ganze. Oder der Fichtensteinpilz, dann wird es nichts mehr geben, wenn die Fichten verschwunden sind. Oder er findet einen neuen Partner, mit dem er zusammenleben kann. Das Schöne ist aber, die Natur regelt das alles aus, ohne dass wir irgendwas machen. Und was ich hier sehe auf diesen Flächen ist, dass um fast allen sterbenden Bäumen ganz junge Bäume austreiben, grüne Bäume austreiben. Allerdings, das sind ganz andere Bäume. Das sind Elsbeeren, das sind Mehlbeeren. Und so entsteht jetzt, die Landschaft verändert sich jetzt eben, wie ich schon erwähnt habe, jeder Klimawandel zieht Veränderungen nach sich. Hier entsteht jetzt ein Mehlbeeren-Elsbeerenwald. Und das sind die Bäume, die auch hier ursprünglich heimisch waren, aber eher selten waren und jetzt explosionsartig sich vermehren. Das heißt, wir werden eine komplett andere Waldstruktur vorfinden. Ja, so viel zum Thema. Also nochmal, wir müssen kein Klima schützen. Das ist vollkommen naiv, das zu glauben, weil dem ist es egal. Es geht darum, ob es uns gelingt, als Menschheit diese jetzt schon beginnenden Erwärmungen einzudämmen oder wir lassen es einfach laufen, dann wird es halt super warm werden mit eben dramatischen Folgen für die Menschen, die in bestimmten Regionen leben. Ja, ich hoffe, mit meinem Video habe ich ein bisschen dazu beigetragen, aufzuklären, Klimawandel, was es für uns bedeutet. Und deswegen ist es sinnvoll, dass wir uns dafür einsetzen und versuchen eben für unsere Nachkommen, für unsere Menschen, die nach uns leben wollen, einfach das Klima möglichst so zu lassen, wie wir es heute vorfinden.